Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Café Steelpoint. Ich heiße Ralf Bariasek und der Titel der heutigen Sendung ist Das Kreuz mit den Kreuzbändern. Eine Verletzung, die in letzter Zeit häufiger wird, teils durch das Freizeitverhalten, teils durch noch genauere Diagnostik. Auf jeden Fall haben wir uns wie immer einen Experten zur Seite geholt und heute ist es Magister Dr. Dr. Stefan Fischerauer. Hallo Stefan. Ja, grüß dich Ralf. Hallo. Ich darf auch alle herzlich willkommen heißen zu dieser spannenden Diskussionsrunde heute über das vordere Kreuzband und freue mich äußerst über diese Einladung. Eine Kaffeeeinladung in Zeiten von Corona ist ja sehr, sehr selten. Ja. Umso mehr habe ich diesen Event jetzt schon zugefiebert, ja. Du, wir freuen uns, dass du Zeit hast, weil ich glaube, wir erwischen dich gerade im Urlaub, oder? Das stimmt. Ich bin im wunderschönen Enstal und genieße ein wenig noch die osterlichen Nachwehen quasi im Urlaub. Und ab Montag bin ich dann wieder in der Klinik auf Graz. Ja. Dann geht es wieder zurück zum Business. Ja. Und bin schon gespannt, auch wie die Situation dann sein wird, weil ich jetzt ja dann doch 2 Wochen nicht auf der Klinik war. Und in diesen 2 Wochen, wissen wir ja alle, hat sich wieder vieles, vieles getan. Ja, für alle Zuseher und Zuseherinnen ganz wichtig, der Stefan ist auf der Universitätsklinik in Graz tätig, auf der traumatologisch-orthopädischen Abteilung und zu dieser eh schon fast ehrfurchtseinflößenden Ansammlung an Titeln kommt bald wahrscheinlich noch einer dazu. Der Stefan ist nämlich auch Student an der WSO und macht gerade die Ausbildung zum Osteopathen und Gott sei Dank schließen wir mit einem Master of Science ab, also ein Titel, der nach dem Titel kommt, weil vorne wird es schon ein bisschen eng bei dir mit dem Titel. Das sorgt quasi für die notwendige Balance, damit nicht ein Überhang steht auf der einen Seite. Genau, richtig. Du, Stefan, ich habe ein paar Dinge vorbereitet für heute und ich habe mir da was abgeschaut bei meinem Bruder. Der ist immer so mit Karten bewaffnet, dass er nichts vergisst. Und ich habe diese Karten natürlich für heute, für die heutige Sendung abgeändert. Und ich würde gern plaudern mit dir über Verletzungsmechanismen, Operation ja, nein, OP-Techniken, OP-Zeitpunkt, prophylaktische Maßnahmen, konservative Herangehensweise, Zukunftsausblick, ein bisschen Zeit wollen wir dem hinteren Kreuzband auch geben, wenn Zeit ist dafür und auf jeden Fall Fragen. Da möchte ich gleich die Zuseher ermutigen, gleich Fragen zu stellen. Wir versuchen sie, wenn sie reinkommen, gleich zu beantworten. Dem Stefan werden sie eingeblendet, der liest sie dann vor und wir versuchen sie gemeinsam zu beantworten. Du, Stefan, ich würde sagen, wir schmeißen uns gleich ins Thema hinein, okay? Ja, würde ich auch vorschlagen. Also für mich hat sich jetzt gerade eine Wissenslücke geschlossen. Und ich hoffe, deine Fragen werden nicht ganz so löchernd sein, wie die von deinem Bruder. Nein, keine Sorge. Ich kenne dich gut. Du wirst sie alle gut beantworten können. Ich freue mich schon auf deine Expertise. Du, beginnen würde ich gerne beim Verletzungsmechanismus. Wir wollen es komplett durchmachen. Erzähl mir ein bisschen was über die Häufigkeit, über beeinflussende Faktoren. Was passiert eigentlich? Wie kommt es zu einer Kreuzbandverletzung? Ja, also was wir natürlich wissen aus den epidemiologischen Daten heraus, ist, dass die ligamentäre Verletzung des Kniegelenks, da gibt es ja viele, viele Aspekte und die vordere Kreuzbandruptur ist damit mit absolut die häufigste. Circa 20% aller Verletzungen ligamentärer Natur am Kniegelenk betreffen das vordere Kreuzband. Was wir auch wissen, ist, dass die jüngere Bevölkerung häufiger davon betroffen ist. Das betrifft auf der einen Seite diejenigen, die sich in der pubertären Phase des Wachstums befinden. Dort kommen häufiger auch Kreuzbandverletzungen vor. Das hat ein bisschen auch mit der neuromuskulären Kontrolle zu tun. Dann wissen wir auch, dass eben bestimmte Sportarten besonders risikobehaftet sind für vordere Kreuzbandrupturen. Wir sprechen dann immer auch von den Pivot-Shift-Sportarten oder den pivotierenden Sportarten. Darunter fallen im Endeffekt alle Sportarten mit schnellen Richtungswechseln, fallen voran Fußball, Basketball, Handball, aber auch im Windsurfen und in Wassersportarten kommt es immer wieder zu vorderen Kreuzbandverletzungen und ist definitiv eine der häufigsten Verletzungen im jungen Alter ligamentärer Natur. Ja. Was auch ganz interessant ist, ist, dass es da Unterschiede gibt auch zwischen Männern und Frauen. Vielleicht kann man dann später darauf noch ein bisschen hineingehen. Kommen wir ganz sicher zurück.
Ich möchte jetzt als ersten Punkt vielleicht auf den Verletzungsmechanismus eingehen und dafür ein kleines Video herzeigen, weil es ist ja immer auch sehr schwierig, da hier sich das Ganze vorzustellen, wie das ausschaut, wenn das vordere Kreuzband reißt. Möchte ich noch mal kurz einen Schritt zurück und hoffentlich bekomme ich da hier das Video jetzt zum Laufen. Das ist ein Video aus dem Herbst 2019 in der NBA-Finalserie und getroffen hat es daher leider den Klay Thompson in einem der Finalspiele. Wir sehen jetzt noch mal kurz eine Wiederholung von dem Ganzen. Ich sage kurz dazu, was da passiert. Wir sehen, dass er da hier jetzt dann wegspringt, um einen Dank zu machen und auch das linke Bein jetzt hier aufkommt und wir sehen, wie das linke Bein da hier kurz nach innen weggeht und dieser, wir sprechen dann von einem Valgus-Kollaps oder von dem medialen Valgus-Kollaps, der dann eben dazu führt, dass eine immens große Kraftwirkung auf das vordere Kreuzband wirkt und das Kreuzband eben dann zu einem Riss kommt. Und wir sehen das in unterschiedlichsten Sportarten und immer wieder den gleichen Verletzungsmechanismus. Ja. Häufig eben, wenn ein schneller Richtungswechsel auch angedacht ist und jedes Mal geht das Knie dann nach medial innen in diese Valgusbewegung weg und es kommt eben zum Riss des vorderen Kreuzbandes. Also das ist mit Abstand der häufigste Verletzungsmechanismus, den wir sehen und dementsprechend auch gerade bei diesen gefährlichen Sportarten. Es gibt dann noch einen zweiten häufigen Verletzungsmechanismus, das ist die Hyperextension, wie es daher zum Beispiel den Zlatan Ibrahimovic ando dazu mal erwischt hat, weil ihm auch da hier das Kreuzband eine sehr wichtige stabilisierende Funktion hat, auch wenn wir von der Schlussrotation sprechen, vielleicht kommen wir dann nachher auch noch kurz dazu, oder ich erkläre sie auch gleich gerne jetzt. Im Endeffekt ist das Kniegelenk, wenn wir es ganz durchstrecken, dann erfährt es in den letzten 20-30% der Streckung eine kleine Rotation und diese Rotation führt eben dann dazu, dass sich neben den Kreuzbändern auch die Seitenbänder wirklich straff spannen und das Knie infolgedessen dann sehr gut, ich schalte jetzt wieder um auf das Bild, damit ich die sehen kann, das Knie stabilisiert werden kann. Und für was brauchen wir diese Schlussrotation? Wir wissen das, wenn wir einfach nur normal dastehen und mit uns unterhalten, dann treten wir oder können wir in diesen amuskulären Stand übergehen. Das heißt, das Knie ist ganz in seiner Streckposition und wir können dann so eigentlich stehen, ohne aktiv die Oberschenkelmuskulatur anspannen zu müssen. Und dafür ist halt auch das vordere Kreuzband wichtig. Und jene Patienten, bei denen das vordere Kreuzband gerissen ist, die berichten dann auch, wenn sie halt versuchen, so in der Straßenbahn einfach nur gemütlich zu stehen, dass sie eben nicht diese absolute Stabilität haben im Kniegelenk, sondern immer wieder den Oberschenkel auch anspannen müssen, um diese Balance quasi zu halten. Und das kann dann halt auch dazu führen, dass eben ein erhöhter Muskeltonus entsteht und dem weiterführende Probleme dann auch noch entstehen können. Das waren jetzt mal, ja. Ja, bitte. Also das waren zwei Verletzungsmechanismen, die sehr typisch sind. Es gibt dann auch noch einen, die Verletzungsmechanismus der Hyperflexion. Das kann man sich vorstellen wie beim Skifahren oder wenn wir unsere Abfahrtfahrer anschauen, die dann einmal wieder übermäßig weit hinunterspringen, sodass es sie nachher wirklich über eine Kompression in die Knie zwingt. Dort entstehen dann solche Kräfte im Kniegelenk. Zusätzlich versucht der Oberschenkel dem Ganzen gegenzusteuern und zieht damit dann auch noch den Unterschenkel nach vorne. Und auch das kann dazu führen, dass das vordere Kreuzband dann reißt. Ja. Die daraus entstehende Überbeweglichkeit im Knie bildet ja dann das große Risiko für die nächsten Jahre. Und da würde ich gleich sagen, wir kommen zur nächsten Frage. Die im Ländervergleich werden in Österreich relativ viele Kreuzbänder operiert. In anderen Ländern geht man damit ein bisschen anders um. Gar nicht jetzt so auf den Zeitpunkt eingehen, sondern einfach nur so, das ist natürlich nicht so leicht mit einer Antwort, Operation ja, nein. Was würdest du sagen? Ja, also die Antwort, die ist schwierig und stimme da mit dir ganz überein, dass es da hier auch länderspezifische Unterschiede gibt. Das hängt auch sehr stark davon ab,
von welcher Sportart man kommt und welche Sportarten man nachher noch weiter ausführen möchte. Und bei uns ist halt vielleicht Langlaufen noch zu wenig im Trend, um zu sagen, okay, ein vorderes Kreuzband, man kann auch vieles ohne dem machen und nicht jeder braucht das natürlich. Aber sehr häufig sind trotzdem noch die pivotierenden Sportarten, die ich eingangs erwähnt habe, auch der Skisport, wobei im Skisport kann man auch sehr gut mit einer Knieorthese den ganzen bewältigen. Aber tendenziell aufgrund dieser Faktoren wird natürlich in Österreich auch sehr viel operativ in Richtung der Versorgung der Kreuzbandverletzung angedacht. Ich versuche mich immer zu informieren, mit welchen Informationen ein Patient zu mir kommt. Die Patienten sind ja gut durch das Internet gebrieft und holen sich dann eine zweite Meinung bei uns. Und darum habe ich mal kurz angeschaut, was bei Wikipedia steht. In einer der ersten Zeilen steht, unbehandelte Kreuzbandrupturen können zu schweren degenerativen Schäden im Knie führen. Das sollte man dann noch ein bisschen genauer ausarbeiten, werden wir dann eh noch gemeinsam machen. Aber das ist das, womit meine Patienten meistens zu mir kommen. Und dann ist ja meistens die Operation angedacht. Bei den Operationen gibt es verschiedene Techniken. Es poppen immer wieder Techniken auf, die schon ein bisschen in den Schatten gestellt wurden, kommen jetzt wieder. Es gibt eine neue Technik, die ganz gut ist. Immer, wenn es viele Techniken gibt, habe ich das Gefühl, der Weisheit letzter Schluss ist noch nicht gefunden. Was stellt bitte mal die einzelnen Möglichkeiten vor und so ein bisschen Pro und Cons von den einzelnen Techniken? Ja, also ich sehe es ein bisschen von der anderen Perspektive. Ich empfinde zurzeit die Forschung an der vorderen Kreuzbandruptur als immens spannend, weil sich eben gerade so viel tut, wo man denken würde oder müsste, da weiß man ja schon alles. Also es gab da tatsächlich sehr viele Weiterentwicklungen in den letzten Jahren. Die Entscheidung, wenn ich nochmal kurz zurückkomme, Operation. Nicht-Operation ist in meinen Augen immer individuell zu fällen. Das heißt, es hängt erstens einmal davon ab, handelt es sich um eine isolierte Kreuzbandverletzung oder gibt es auch noch Zusatzverletzungen, die mit adressieren müssen. Das spricht eher für eine Operation als gegen eine Operation. Dann kommt noch dazu, dass ja nicht jede Kreuzbandverletzung auch gleich ist. Das heißt, es gibt da auch dann Unterschiede, wie stark die Instabilität ist auch eine Rotationsinstabilität auch stark ausgeprägt mit dabei. Dann, wie gesagt, auch noch die Frage nach den Ansprüchen des Patienten, auch die Frage nach der Compliance des Patienten. Das heißt, wie gut würde der dann überhaupt mitmachen, wenn wir ihn operieren, dass er auch dem ganzen Rehabilitationsprotokoll auch folgen würde, halte ich für immens wichtig. Und dann ist halt auch die Frage, gibt es schon Vorverletzungen, die vielleicht auch das Outcome so weit auch beeinträchtigen, wenn man es dann wirklich auch die Frage stellt, wie viel kann man denn dann über eine Kreuzbandrekonstruktion tatsächlich noch bewirken? So viel aus meiner Sicht für die Entscheidungsfindung, welchen Patienten wir dann wirklich einer Operation zuführen und wo wir dann doch eher noch auf der konservativen Schiene verbleiben. Was wir halt schon wissen ist, die Verletzung an sich, sagen wir auch jetzt auch nur die isolierte Kreuzbandverletzung ohne Begleitverletzungen von Meniszi oder von Knorpelverletzungen führt alleine schon einmal zu einem höheren Arthrose-Risiko. Das lässt sich auch nicht ganz durch die Operation minimieren. Also wenn wir die Daten genau anschauen, dann liegt das Arthrose-Risiko bei ca. 13% in den nächsten 10 Jahren. Und wenn man das mit der Operation dann betrachtet, dann kann man es zwar auf knapp 6% herunter reduzieren, aber es bleibt trotzdem noch ein Risiko übrig. Das heißt, eine vollkommene Wiederherstellung des Gelenks, wie es von Gott gegeben war, quasi, da tun wir uns auch mit der Operation natürlich schwer und das lässt sich nicht ganz vermeiden. Ich würde dann gerne dir noch was zeigen, weil Sehr ich schon davon gerne. spreche, was sich in den letzten Jahren so ein wenig getan hat und würde gern wieder ein paar Folien dazu dir präsentieren. Sehr gerne. Und zwar betrifft das Ganze die Anatomie. Und das ist jetzt ja doch ein wenig eine Überraschung. Und zwar, wie kann es sein, dass es jetzt da
in jenen Zeiten, wie wir leben, wo eigentlich alle großen Anatomen schon lange verstorben sind und wir noch von ihrem Wissen sozusagen dürsten dürfen, sein, dass sich da hier anatomisch noch so viel eigentlich tut im Rahmen des vorderen Kreuzbandes. Was wir da hier sehen, das ist quasi so das Wissen über das vordere Kreuzband, das wir vor knapp 10, 15 Jahren hatten. Vielleicht weißt du das auch noch, Ralf, oder vielleicht hast du das auch noch so gehört, dass das vordere Kreuzband aus zwei Bündeln besteht. Ja. Dieses anteromediale und das posterolaterale Bündel. Das stammt auch aus der Zeit, federführend war da Freddy Fu aus Pittsburgh, der diese Bündel quasi genauer sich angeschaut hat und dann auch eine Operationsmethode an diesen Bündeln orientiert hat, nämlich die Zwei-Bündel-Technik oder Double-Bundle-Technik, die dann eigentlich über die Jahre hinweg zu einem wesentlichen Beitrag hat geführt hat für das Verständnis des vorderen Kreuzbandes. Und was wir da hier sehen auf dieser Folie, sind denn da hier vorne diese beiden Bündeln auf dem rechten Bild. Und wenn ich dann noch eins weitergehe, dann sehen wir halt auch, dass das Verständnis damals eben auch so war, dass sich diese Bündel vom Femur bis zur Tibia hin fortsetzen. So, und wenn ich jetzt weitergehe zur nächsten Folie, dann komme ich jetzt zu einer Thematik oder zu einer sehr netten Geschichte über einen Kollegen, den Robert Smiginski aus Tschechien, aus Prag. Und ich hatte die Gelegenheit, ihn persönlich auch kennenzulernen, letzten November bei einem Masterclass-Kurs in Münster. Und wir sind dann zusammen im Taxi zum Flughafen gefahren am Ende dieses Kongresses. Und er hat mir dann seine Geschichte erzählt. Und seine Geschichte war quasi jene, dass er sich Präparate oder angefangen hat, Präparats-Sezierkurse in Tschechien zu veranstalten und hat damit quasi hat sich über diese Kurse immer wieder zwei Präparate für sich selbst sozusagen reserviert, die er dann selber begonnen hat zu sezieren und hat dann diese wunderschönen Bilder, die wir da hier gerade sehen, entwickelt. Und diese Bilder wollte er dann auch zeigen in Amerika drüben an einem Consensus-Meeting, wo eben alle die großen Kreuzbandchirurgen und anderen auch Freddy Fu drinnen gesessen sind. Und er war dann in der letzten Reihe, hat die Bilder noch einmal schnell durchgesehen, hat er eigentlich gar keinen Präsentationsslot für sich. Und dann hat jemand ihn gesehen, seine Bilder betrachtet und gesagt, ja, das muss unbedingt herzeigen. Und er hat gesagt, nein, ich kann ja nicht, ich habe nicht einmal einen Slot, wo ich dir zeige, ah, das werde ich alles organisieren, schau, dass du morgen alle diese Präsentationen beisammen hast. Und so war es danach, er hat nachher diese Bilder hergezeigt. Und was man auf diesen Bildern eben sehen kann, ist, dass es sich beim vorderen Kreuzband eben nicht um zwei Bündeln handelt, sondern dass es sich eigentlich um eine flache Struktur handelt. Und wie ist er zu diesen Erkenntnissen gekommen? Indem er die synoviale Membran, also die Capsula synovialis, vom Kreuzband entfernt hat und dann eben das Kreuzband dargestellt hat. Und was man halt hier sieht auf den Bildern, ist eben auch, dass es jetzt nicht eigentlich zwei Bündeln sind, sondern dass es eigentlich eine flache Struktur ist. Und wenn wir uns da die femorale Insertion anschauen, dann sehen wir auch hier, dass sich quasi über die hintere Corticaliswand das vordere Kreuzband weiter entlang zieht und auch hier diese Insertionsstelle dann eigentlich jetzt nicht in zwei Bündel aufgeteilt ist, sondern flach ist. Und das war eigentlich in diesen Augen eine anatomische Entdeckung, die wir davor noch nicht so gewusst haben. Am Ende seines Vortrags mucksmäuschen still. Und was glaubst du, wie dann die Reaktion war? Sie haben es nicht geglaubt. Sie haben es nicht geglaubt, genau. Sie haben angefangen, das zu bezweifeln, fast diffamiert und gesagt, ja, was habt ihr da für Präparate in Tschechien quasi? Der hat gesagt, na, das sind ja eigentlich alles amerikanische Präparate. Aber ist klar, dahinter steckt eine große auch Geldmaschinerie. Freddy Fu hatte damals eigentlich ein Riesenforschungsprojekt mit Millionen an Forschungsgeldern, um diese Bündeltechnik quasi voranzutreiben. Und dann kommt einer daher aus Tschechien, der dann sagt, ja, eigentlich war das, stimmt das ja alles gar nicht. Also es war schon ein großer Bruch. Aber hat uns eben alle gelehrt, dass es da noch mehr zu entdecken gibt.
Was man da hier auch sehr schön sieht, ist auch ein Video von Robert Smigielski. Da sieht man auch jetzt diese flache Struktur eigentlich, das Kreuzband. Und man sieht auch, wie das Kreuzband bei der Flexion und Extension sich in sich dreht. Und danach kann man natürlich sagen, es gibt noch einen vorderen Anteil und vielleicht auch einen hinteren Anteil. Im Endeffekt ist es ein flaches Band, das sich in sich torquiert. Und die Natur ist ja genial. Dadurch spannen sich immer unterschiedliche Anteile des Bands natürlich auch an. Aber bestimmte Anteile sind immer gespannt und damit wird auch permanent eine Stabilität gewährleistet. Und wie ich zeige dann später auch noch von den Operationstechniken, dass man jetzt auch versucht, federführend auch von Christian Fink und Mirko Herbert, hier diese anatomische Technik oder quasi die vordere Kreuzbandtechnik noch anatomischer zu gestalten und dem jetzt der Versuch überzugehen von runden Bandstrukturen in flache Bandstrukturen. Und wie das Ganze funktionieren kann, erkläre ich dann am besten nachher, wenn wir darüber sprechen, was es für Transplantatmöglichkeiten gibt. Ich würde sagen, wir gehen gleich zu diesen Transplantatmöglichkeiten. Ja. Du bezeichnest das immer liebevoll als Rising Star unter den Operationsmethoden. Ich glaube, die Quadrizepssehne bietet ja da die Möglichkeit, diese flache Struktur besonders gut dann einzubauen. Ist das richtig? Hast du mich? Ja, genau. Also, da hast du absolut recht. Und also, wenn wir davon sprechen, was es denn für Band, Versorgungsmöglichkeiten gibt, da muss man sagen, dass ungefähr in den 1990er Jahren bis Anfang 2000er Jahre war eigentlich alles Patellar-Tendon-Bone. Das heißt, man hat die Patellasehne hergenommen und ausschließlich die eigentlich verwendet. Das ist dann weitergegangen. Ab 2000 herum sind dann die Hamstrings, das heißt der P-Sansarinus, die Semitendinose-Sehne, also auch die Gratis-Sehne, die dann halt mehr und mehr federführend oder das Feld übernommen haben. Eigentlich bis zuletzt, bis heute, wenn man den Registerstudien folgt, da sind noch immer knapp an die 90% der Transplantatwahl fällt zurück auf die Hamstrings-Sehnen. Aber eben, wie gesagt, auch die haben gewisse Nachteile. Und in letzter Zeit ist denn dadurch eben mehr und mehr jetzt da auch die Quadrizepssehne ins Spiel gekommen. Wobei man dazu eben sagen muss, dass von der Sehnenstärke her eigentlich jede dieser Sehnen eine ausreichende mechanische Stabilität gewährleistet. Und es geht dann vielmehr auch in die Richtung, indem man das gesamte Kniegelenk betrachtet, um dann zu entscheiden, welche Sehne man dann jetzt für welchen Patienten man nehmen möchte. So. Bitte? Ja. Was ich dir gerne zeigen würde, das ist eben jetzt auch über die Entwicklungen der letzten Jahre, auch von der Operationstechnik her, was sich da getan hat. Und zwar jetzt dann noch vor der Zeit, vor dem Freddy Fu mit der Double-Bündel-Technik, die ich erwähnt habe. Da hat man, wir sprechen da jetzt noch von der transtibialen Technik. Was bedeutet diese transtibiale Technik? Das heißt, man zieht ja ein Transplantat dann zwischen den Femur und die Tibia, den Unterschenkel ein. Und diese Bohrkanäle, die man dafür setzt, sind auf der einen Seite auf dem Femur, auf der anderen Seite natürlich auf der Tibia. Und transtibiale Technik bedeutet, dass man zunächst den tibialen Bohrkanal setzt und dann über den tibialen Bohrkanal den femoralen Bohrkanal gesetzt hat. Und was daraus entstanden ist, ist halt diese High-Noon-Tunnelpositionierung. Das heißt, auf 12 Uhr wurde der femorale Tunnel positioniert. Das bietet eine Stabilität für die Translation, das heißt für nach vorne und für die Verschiebung des Unterschenkels nach vorne und nach hinten. Allerdings wenig Rotationsstabilität. Und gerade die Rotationsstabilität des vorderen Kreuzbandes ist eine der wichtigsten oder der gemeinsam auch wichtigeren Funktionen.
Und die hat man aber nicht bei, oder hatte man nicht bei dieser transdividialen Technik. Und heute sprechen wir auch von der Tanz, von dem Tanzstangenphänomen. Das heißt, man kann sich wirklich vorstellen, dass der Unterschenkel dann herum rotiert und eigentlich nicht wirklich durch das Vorderkreuzband in dieser Rotation stabilisiert werden kann. Und über eben diese Doppelkanal- oder Doppelbündeltechnik ist man dann umgestiegen von der transtibialen Bohrung über die anteromediale Bohrung. Das heißt, man hat dann nicht mehr den femoralen Bohrkanal durch die Tibia hindurch gebohrt, sondern hat ein eigenes Portal gesetzt auf der medialen Seite, wo wir es da hier sehen, und hat dann in den femoralen Bohrkanal gesetzt und konnte und kann damit eigentlich diesen femoralen Bohrkanal viel flacher setzen. Und das hat eben die Konsequenz, dass das vordere Kreuzband dadurch auch viel mehr Rotationsstabilität erbringen kann. Und das hat uns in den letzten Jahren eigentlich am weitesten gebracht mit der Weiterentwicklung des vorderen Kreuzbandes. Das heißt einfach diese Umsetzung in eine bessere, anatomischere Positionierung der Bohrkanäle mit der damit verbundenen besseren Rotationsstabilität war einer der entscheidenden Punkte bei der Weiterentwicklung der vorderen Kreuzbandversorgung in den letzten Jahren. Du, Stefan, darf ich dich kurz unterbrechen? Dieser Einbau vom Kreuzband, wie er jetzt gemacht wird, der ja scheinbar zu mehr Stabilität in mehreren Ebenen führt, hat das auch das Rerupturrisiko gesenkt? Das hat zum Teil auch das Rerupturrisiko auch gesenkt, und zwar deswegen, weil wir bei der transtibialen Bohrung immer auch das Problem gehabt haben des Notch-Impingements. Notch-Impingement bedeutet, dass bei einer kompletten Streckung das vordere Kreuzband dann an die Vorderkante des Oberschenkels quasi angeschlagen hat. Und das hat dann auch noch, wurde dann immer wieder auch assoziiert mit Rerupturen oder Wiederlockerungen oder weiteren Elongationen. Aber ich glaube, das Entscheidende war bei dieser Technik, dass einfach die anatomische Biomechanik besser rekonstruiert werden konnte und dadurch jetzt der weniger es zu weniger Rerupturen gekommen ist, aber vielmehr zu geringeren folgenden oder posttraumatischen arthrotischen Erscheinungen oder Mitverletzungen vom Meniskus oder vom Knorpel gekommen ist. Ja, weil einfach eine höhere mechanische Stabilität dadurch gewährleistet werden kann. Das ist jetzt noch einmal ein Bild von dieser Doppelbündeltechnik. Zweikanaltechnik bedeutet, man hat auf der einen Seite das anteromediale Bündel separat versorgt und das posterolaterale Bündel separat versorgt, hat dann dadurch halt auch zwei Bohrkanäle produziert, jeweils am Femur und an der Tibia, heißt auch doppeltes Risiko eigentlich für mögliche Komplikationen oder Lockerungen. Man ist dann jetzt auch wieder von dieser Zwei-Bündeltechnik weggekommen, weil man gesehen hat, okay, es bringt zwar mechanisch etwas mehr, klinisch macht es aber nicht viel Unterschied, ob man jetzt zwei Bohrlöcher bohrt oder ob man das mit einer Single-Bündeltechnik versorgt. Entscheidend war, dass man den Bohrkanal von der 12-Uhr-Position auf die 10-Uhr- oder 9:30 Uhr-Position vielleicht sogar heruntergebracht hat und damit eben auch für eine viel höhere Rotationsstabilität sorgen hat können. Und wo man jetzt ist, aktuell, und da ist jetzt da im Februar die erste klinische Studie publiziert worden von Christian Fink von der Gruppe in Innsbruck, ist eben jene Technik, wo man aus einer Quadrizepssehne eine flache Struktur formt und diese flache Struktur dann eben versucht, noch besser dem anatomischen vorderen Kreuzband anzupassen und diese dann inseriert. Das heißt, man macht jetzt auch keine runden Bohrungen mehr, sondern versucht auch die Bohrungen oval zu gestalten, um halt noch besser an diese ja, anatomischen Vorgaben quasi heranzukommen. Du, Stefan, ich unterbreche dich kurz. Ich kriege gerade von der Regie, dass es Fragen gibt. Kannst du bitte schauen kurz? Ja, also eine Frage, die da gekommen ist, sollte man in Therapie unterschiedliche Schwerpunkte in der Behandlung setzen bezüglich konservativer oder operativer Therapie oder Operationstechnik? Also ich würde die Frage so beantworten, wie gesagt, dass die Entscheidung, ob jetzt da eine vordere Kreuzbandruptur versorgt werden sollte oder nicht,
ist, wie gesagt, individuell zu treffen. Ich schalte wieder kurz um auf dich, Ralf. Da ist denn mitentscheidend, wie schon eingangs erwähnt, wie sind die Ansprüche, gibt es Begleitverletzungen, wie schaut es aus mit der Compliance, gibt es auch Vorerkrankungen diesbezüglich schon. Die Frage jetzt dann, welche Operationstechnik man heutzutage nimmt, da finde ich, kann man sich ja mal darauf einigen, dass diese anterior-mediale Portalsetzungstechnik, das ist State of the Art, also transtibiale Bohrungen, sollte man heutzutage eigentlich nicht mehr sehen. Wir sehen es nur mehr zum Glück in Revisionsfällen. Da tun wir uns dann auch leichter, wenn wir das Ganze revidieren, weil einfach noch genügend Knochensubstanz auf der richtigen Position sozusagen da ist. Und bei der Frage jetzt da, welches Transplantat man nehmen sollte, kann ich auch ein bisschen was dazu sagen. Wie gesagt, wenn wir jetzt einmal die drei großen Big Player hernehmen, die Patellasehne, dann die Hamstrings und die Quadrizepssehne, so hat jedes für sich Vor- und Nachteile. Die Patellasehne kommt jetzt auch noch immer wieder zum Einsatz, auch bei Spitzensportlern, hat eben den großen Vorteil, dass man bei der Sehnenentnahme sowohl von der Patella als auch von der Tuberose des Tibiae ein kleines Knochenfragment mitnehmen kann. Also man hat eine Knöchelinsertion, wir sprechen dann auch von Bone Tendon Bone Insertion, und diese Knochenblöcke heilen einfach schneller und besser ein, als dass das normale Band sonst braucht für die Ligamentisation, das heißt für die knöchelne Integration im Femur bzw. in der Tibia. Das ist der Grund, der noch immer für die Patellasehne spricht. Der Nachteil von der Patellasehne ist leider halt jener, dass es zu Entnahmemorbiditäten kommen kann. Das heißt, Patienten berichten so häufig über einen vorderen Knieschmerz, tun sich auch schwer, wenn sie wirklich knien müssen. Das heißt, da muss man auch dezidiert mitentscheiden, was ist der Beruf des Patienten. Fliesenleger zum Beispiel ist da das klassische Beispiel, denn sollte man keine Patellasehne angedeihen, der wird damit nicht glücklich werden. Gehen wir weiter zum nächsten, also die Hamstrings. Semitendinosus und Gracilisehne haben die Entnahmetechnik ist sehr einfach, haben von dem her eine geringe Entnahmemorbidität, unter Anführungszeichen, komme ich gleich noch dazu, zeigen aber im Vergleich zur Patellasehne oder zur Quadrizepssehne eine etwas erhöhte Rupturrate. Also wir sprechen davon ungefähr 4%, vielleicht 5%, bei Patellasehne und Quadrizepssehne sind wir bei 2-3%, also ein wenig erhöht, wobei man halt entscheiden muss, ob das jetzt dann wirklich relevant ist, stellt sich die Frage. Die Hamstrings haben aber einen wichtigen biomechanischen Effekt auf das Kniegelenk. Im gestreckten Zustand, weil sie ja medialseitig hinunterlaufen, unterstützen sie das innere Seitenband. Und im Beugezustand, weil sie ja auch wichtige Flektoren sind sie auf der einen Seite einmal wichtige Gegenspieler vom Musculus Biceps Femoris, auf der einen Seite, beziehungsweise also gegen die Außenrotation ein wichtiger Gegenspieler, weil sie die Innenrotation vollziehen. Und auf der anderen Seite sind sie Agonisten vom vorderen Kreuzband, weil sie ziehen ja den Unterschenkel nach hinten oder halt zum Femur. Und das ist genau das, was das vordere Kreuzband auch macht. Also es verhindert, dass der Unterschenkel nach vorne wandert. Und damit haben beide, der eine statisch, der andere dynamisch, eine ähnliche Funktion. Und jetzt ist halt die Frage, wie sinnvoll es ist, wenn wir hergehen und die Semitendinosussehne und die Gracilisehne entfernen, wie sehr wir dann dadurch vielleicht auch einen wichtigen Agonisten vom vorderen Kreuzband wegnehmen und ob es eine andere Methode gibt. Wie gesagt, die Hamstrings sind noch immer 90% die erste Wahl des Transplantates. Aber wie du eingangs gesagt hast, die Quadrizepssehne ist ein bisschen der Rising Star. Das kann sich jetzt da vielleicht in der nächsten Zeit ein wenig ändern. Kommen wir zur Quadrizepssehne. Die wurde ja auch schon früher verwendet, also sagen wir jetzt von ungefähr von 2010 weg,
Was sich dort geändert hat in den letzten Jahren, ist vor allem die Entnahmetechnik. Man hat davor noch einen richtig großen Entnahmeschnitt gehabt, der ungefähr 10 cm groß war, gab es ästhetische Probleme. Und mittlerweile gibt es auch von unterschiedlichen Firmen minimalinvasive Entnahmesets. Und die ermöglichen natürlich nur über kleine Schnitte auch eine Sehnenentnahme. Und im Vergleich zur Patellasehne hat die Quadrizepssehne einfach weniger Entnahmemobilitäten, das heißt, es kommt nicht zu diesem vorderen Knieschmerz. Und von der Biomechanik her eigentlich die gleichen Möglichkeiten, wie sie die anderen Sehnen auch bieten. Und vielleicht gibt es auch noch einen weiteren Punkt, der einen Vorteil sein könnte, wenn wir uns das Gelenk anschauen und jetzt sagen, es gibt auf der einen Seite die Strecker, ist jetzt der Streckapparat, die Quadrizepsmuskulatur, auf der anderen Seite die Beuger, die Hamstrings oder auch der Bizeps femoris. Und wenn wir das in Relation setzen, das heißt eine Ratio machen, Strecker gegenüber den Beugern, überwiegen die Beuger, ist das gut für das vordere Kreuzband, überwiegen die Strecker, ist es eher schlecht für das vordere Kreuzband, weil das eben der Antagonist wäre. Und da ist ein bisschen auch vielleicht die Philosophie dahinter, wenn die Strecker ein wenig geschwächt werden durch die Entnahme zu Beginn, das heißt, dass diese Ratio zugunsten nachher der Beuger sich verschiebt, dann kann das für den Beginn der Heilung sogar auch ein bisschen zum Vorteil sein für das vordere Kreuzband. Und man sieht ja auch, oder man weiß von den Studien, es erholt sich die Strecker nachher wieder mit der Zeit. Zunächst sind sie ein wenig nachher geschwächt. Wie gesagt, eventuell protektiv auch für das Kreuzband vom Vorteil. Nach einem Jahr gibt es dann eigentlich keinen funktionellen Kraftdefizit mehr. Und damit ist halt jetzt die Quadrizepssehne, hat sie schon auch viele, viele Vorteile, die sie bietet. Außerdem kann man das auch noch mit oder ohne Knochenblock mit bei der Insertion an der Patelle entnehmen. Was ist jetzt dann mein Zugang oder die Empfehlung oder die Quintessenz aus dem Ganzen heraus? Individuelle Betrachtung des Patienten. Was sind seine Ansprüche? Was macht er sonst auch noch im Beruf? Dann auch individuelle Betrachtung des Kniegelenkes. Hat er vielleicht einen starken Valgus? Das heißt, wo die mediale Seite vermehrt unter Beanspruchung ist. Oder hat er vielleicht auch eine Begleitverletzung am medialen Seitenband? Dann sollte man vielleicht von den Hamstrings eher absehen. Und die Quadrizepssehne, wie gesagt, bietet eigentlich viele Optionen, die wenig Nachteile in sich trägt, von der Entnahme her. Bei der Rehabilitation ist mir auch wesentlich zurückhaltender geworden. In den 90er Jahren haben wir versucht, da habe ich im AKH auf der Unfallchirurgie gearbeitet, haben wir versucht, die Sportler innerhalb der ersten 6 Monate oder kurz nach dem 6. Monat, wo die Vulnerabilität noch einmal erhöht ist vom Band, gleich wieder in den Spitzensport zu kriegen. Mittlerweile ist das Gott sei Dank zurückhaltender geworden und ich glaube, wir sprechen von vernünftigerweise einem Jahr Rehabilitation, bis der wieder in seiner Sportart mit Spitzenleistungen ankommen kann. Natürlich vorher. Aber eines, was mir ganz wichtig ist, wir sind es gewohnt, wenn wir am dritten Samstag im Jänner die Streif uns anschauen, dass nach der Hausbergkante in der Kompression passiert es immer wieder, dass jemandem das Knie weggeht und ein Kreuzband reißt. Und 3 Stunden später sieht man den verletzten Sportler postoperativ noch mit dem fashion OP-Hauberl und mit dem OP-Hemd in den sozialen Netzwerken posten, dass es ihm wieder recht gut geht. Warum diese Hektik? Nimmt man sich nicht damit die Möglichkeit, genauer zu untersuchen, was verletzt ist? Und mein osteopathischer Reflex ist natürlich fraglich, warum man in ein gerade verletztes Gelenk rein operiert und nicht schaut, dass man vorher vielleicht Begleitverletzungen noch konservativ behandelt und dann erst zu einer OP geht. Also die Frage ist, warum diese Hektik bei der Operation? Naja, also man muss einmal sagen, diese Spitzensportler, das ist ein ganz eigenes Patientengut. Man weiß auf der einen Seite, der wird seine Operation wahrscheinlich sowieso brauchen, weil er eben die biomechanischen Voraussetzungen erfüllen muss, oder die er für die Ausübung seines Sports braucht. So, wenn man sich jetzt ein Zeitfenster gibt von sagen wir 48 Stunden, das ist normalerweise jetzt für die breite Masse nicht möglich, innerhalb von 48 Stunden eine vollkommene Abklärung des Gelenkes zu machen. Den klinischen Status hat man schnell. Ja. Ein MRT in diesem Spitzensportbereich hat man dann eigentlich auch sofort. Das heißt, der wird von der Piste hinuntergeflogen, hat sofort sein MRT und man weiß sofort, was alles verletzt ist.
der Trend, und das zeigen jetzt eigentlich auch die Studienergebnisse, geht ganz stark in diese Richtung, fix what is torn. Das heißt, alles, was verletzt ist, sofort in einem Setting behandeln. Früher ist man auch hergegangen, auch bei multiligamentären Verletzungen, man macht einmal die Kreuzbänder, dann wartet man, dann macht man vielleicht noch die Seitenbänder dazu und so weiter. Jetzt ist man eigentlich so, dass man sagt, das Kniegelenk selbst ist so komplex aufgebaut und die verschiedenen Strukturen spielen alle in sich, sodass das Kreuzband den Meniskus braucht, der Meniskus das Kreuzband braucht und auch noch weiter die peripheren Verletzungen, das heißt Seitenbandverletzungen, das ALL oder Kapselbandverletzungen im Groben einfach gefasst, auch wiederum den zentralen Stabilisator braucht. Und deswegen, der wird sowieso seine Operation brauchen. Oft sind es eben auch noch mehrere Verletzungen, nicht nur eine isolierte Verletzung des vorderen Kreuzbandes. Und daher geht man diesen Weg und operiert ihn sofort. Ja. Vielleicht, wenn man das Ganze von außen betrachtet, schaut das vielleicht oft gar nicht so dramatisch aus. Aber wenn man das Gelenk dann von innen her sieht, dann sieht man eigentlich, was alles ja, was alles verletzt ist. Und das sollte man bestmöglich sofort versorgen. Aber wie gesagt, das ist ein spezielles Patientengut, wo sich das Ganze auch machen lässt, wo die Ressourcen alles sofort zur Verfügung auch gestellt wird. Innerhalb von 48 Stunden sollte dann das Ganze passieren. Dann profitiert er sicher davon, weil er sofort dann auch anfangen kann mit der Rehabilitation. Aber das ist nichts, was im Breitensport oder auch jetzt im Hobbysport nur ansatzweise so möglich ist, jetzt einmal logistisch gesehen. Und dann muss man sich auch überlegen, macht es denn dann wirklich für den Patienten einen großen Unterschied, ob er sofort versorgt wird oder erst später? Da kommen jetzt halt wieder die Begleitverletzungen ins Spiel. Sind mehrere Begleitverletzungen dabei, das heißt auch Meniskusverletzungen oder auch Knorpelverletzungen, dann macht es Sinn natürlich, das auch möglichst bald zu operieren, weil der wird seine Operation wahrscheinlich trotzdem brauchen. Sind es aber jetzt da Verletzungen wie Partialrisse an den Seitenbändern oder isolierte Kreuzbandverletzungen, die man sehr gut auch konservativ behandeln kann, dann ist absolut die Empfehlung da, zunächst den konservativen Versuch anzugehen und danach erst, wenn wirklich Instabilitäten dann auch verbleiben, dann die Operation noch hinterher schieben. Das ist auch der Weg, den wir aus praktischen Gründen gehen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch patientenorientiert gehen auf der Klinik. Das heißt, sehr häufig kommen die Patienten dann in einem Zeitfenster, wo wir halt schon über diesen 48 Stunden sind, und dann beginnt ja auch schon das Gelenk, langsam geht es dann über in den natürlichen Heilungsprozess. In diesen wollen wir dann auch nicht mit einer Operation eingreifen, sondern dann warten wir, bis das Gelenk wieder reizfrei ist. Und erst dann entscheiden wir, ist eine Operation tatsächlich jetzt notwendig oder nicht. Und sehr viele und sehr häufig kann man dann eben auch die Operation vielleicht vertagen oder verschieben oder den konservativen Therapieversuch ohne weiteres angehen. Stefan, bevor wir jetzt zum nächsten Teil, zu den konservativen Behandlungsmethoden gehen, da möchte ich ein bisschen was erzählen über Studie. Habe ich gehört wieder, es gibt Fragen. Schaust du bitte kurz? Ja. Da gibt es noch eine Frage, geht es bei der Schwächung der Hamstrings um die maximale Muskelkraft oder bei einer Beugeschwäche in einem bestimmten Winkel? Also das sind jetzt zwei Paar Schuhe, die ich gerne aufgreifen würde. Das eine ist einmal das Risiko, dass das vordere Kreuzband überhaupt reißt. Und da wissen wir, damit eben die Hamstrings einmal diese agonistische Wirkung, das heißt die Flexionswirkung entfalten können, braucht es mal eine gewisse Flexion. In der Streckstellung selbst haben sie, wie gesagt, eher eine Unterstützung des Seitenbandes und erst ab einem gewissen Beugegrad, dass sie dann auch diese agonistische Wirkung entfalten können. Und was wir auch wissen, das ist ja auch bei diesen Verletzungsmechanismen, diesen medialen Valgustress, wissen wir, dass das ein höheres Risiko ist, wenn man eben bei der Landung zum Beispiel weniger in die Knie geht. Und das wird dann oft auch den weiblichen Sportlerinnen vermehrt zugeschrieben, dann steigt eben auch das Risiko, dass das vordere Kreuzband reißen kann, weil eben die Hamstrings da hier noch nicht ihre optimale Kraftentfaltung entwickeln können. Und das andere ist, diese
Relation der Hamstrings im Vergleich zur Quadrizepssehne, wo man dann halt sagt, okay, wenn man die Hamstrings wegnimmt, dann wird quasi diese Relation noch weiter zugunsten der Quadrizepssehne verschoben. Auch da gibt es wieder postulierte Geschlechterunterschiede, dass man sagt, bei weiblichen Sportlerinnen ist die Muskelkraft ohnehin schon einmal geringer als bei männlichen. Und dann auch diese Verschiebung, diese Relation Quadrizeps versus Hamstrings sollte da oder ist dort auch vermeintlich vermehrt auf Seiten der Quadrizepsbereich. Das heißt, da empfiehlt es sich absolut, die Hamstrings bestmöglich auch zu trainieren, um dafür eine gewisse muskuläre Balance zu sorgen. Da kommt eine Frage, die ich dann vielleicht an dich weiterleiten darf auch. Ja. Ralf, und zwar, was sind die wichtigsten Punkte in einer physiotherapeutischen oder osteopathischen Rehabilitation einer ACL-Ruptur? Da bitte ich nochmal ein bisschen Geduld mit der Antwort, weil da kommen wir jetzt genau dazu. Und da möchte ich vorab ein bisschen was erzählen. Und zwar, ich glaube, wir gehen gleich zum nächsten Block. Wir könnten ja stundenlang über alles plaudern, aber versuchen wir unsere Punkte abzuarbeiten. Ist ja schön so. es hat eine Studie gegeben, Offner et al., wo eine isolierte vordere Kreuzbandruptur versucht wurde, konservativ zu behandeln von Khalifa. Ich glaube, du kennst sie, es wurden 30 Patienten genommen, die wurden in zwei Gruppen geteilt, jeweils 15, alle 30 wurden jeweils physiotherapeutisch betreut, 15 davon, also die Hälfte, mit einer Intervention vom Khalifa. Und es wurde nach 3 Monaten ein Kontroll-MR gemacht und es ist bei 47% der Patienten in der Khalifa-Gruppe, also die diese eine Intervention gehabt haben, konnte nach 3 Monaten keine Kreuzbandruptur mehr festgestellt werden, weder klinisch noch im MR. 13 davon haben eine deutliche Verbesserung angegeben. In der Vergleichsgruppe, die ohne die Intervention vom Khalifa waren, waren alle 15 Kreuzbänder nach 3 Monaten noch rupturiert. Unabhängig davon, wie es ihnen jetzt gegangen ist damit. Und das war für uns Osteopathen, Physiotherapeuten, ist das eine sehr, sehr spannende Studie. Wir können nicht wirklich was damit anfangen, weil diese Intervention vom Khalifa eine Blackbox ist. Wir wissen nicht genau, was er getan hat. Er lässt sich ungern in die Karten schauen, er gibt seine Magie nicht gern preis und er lehrt das nicht. Dadurch war das ein bisschen einerseits schön zu sehen, dass konservativ was möglich ist. Leider nie wissen wir nicht genau, was gemacht wird. Es gibt eine Kollegin, die auch hier an der WSO ihre Osteopathie-Ausbildung gemacht hat. Die hat dem Khalifa tatsächlich über die Schulter schauen können bei vielen Behandlungen, hat mit ihm gearbeitet, kennt ihn seit vielen Jahren und die hat ein Konzept entwickelt, wo sie konservativ Kreuzbänder behandelt. Die werden im Verlauf der Behandlung klinisch untersucht. Und nach Abschluss der Behandlung, der osteopathisch, wie auch immer die Birgit macht, und wurden dann nachträglich mit einem MRI kontrolliert. Auch das ist sehr vielversprechend scheinbar. Ich habe die Birgit vor dieser Sendung angerufen, um zu fragen, ob das okay ist, dass ich sie da erwähne. Und ich wollte nur ein paar Zahlen rauskitzeln. Wir haben dann ein bisschen zu viel privat geplaudert und ich habe diese Zahlen nicht mehr rausgekitzelt aus ihr. Ich habe das einfach vergessen. Und darum Entschuldigung, ich habe jetzt noch keine Zahlen dazu. Aber Fakt ist, es gibt ein Potenzial von dieser, wenn wir osteopathisch reden, von einer Selbstheilung, dass wir das vielleicht noch aktivieren können. Ich selbst arbeite auch immer wieder mit Kreuzbändern. Und das ist jetzt vielleicht die Antwort auf diese Frage. Für mich gehört eine Kreuzband, also wenn sie konservativ ist, eine Kreuzband in 3 Teile geteilt, die Therapie. Die eine ist der physiotherapeutische Teil, wo geschaut wird, dass Kraft, Koordination, intramuskuläre Koordination, Propriozeption funktioniert. Und für mich, das ist ein Teil, den ich in meiner Praxis nicht sehr gut abdecke oder gar nicht abdecke, sondern da müssen die Patienten woanders hingehen. Ich habe das Setting in der Ordinate, ich habe keine Kraftgeräte, nichts da, wo ich mit ihnen vernünftig arbeiten könnte. Für mich
sind diese osteopathischen Teile, die restlichen zwei Teile, sehr wichtig. Das ist wie immer ein globaler Teil und ein lokaler Teil. Der globale Teil, da versuche ich dem Körper zu helfen, möglichst gute Versorgung die Gefäße, der Körper führt immer einen Mehrfrontenkrieg, möglichst viele Blockaden wegnehmen, dass die Heilungstendenz groß ist, umliegende Gelenke deblockieren. Wir wissen ja, wenn der Talus in einer Rotation oder in einer Fehlstellung steht, dann bringt er Rotation in die Tibia und damit eine ungünstigere Position zum Knie. Alles das. Und die lokale Arbeit ist, dass ich schaue, ich beginne oft mit Balanced Ligaments Techniken, intraossären Techniken, um den Strain aus diesen verletzten Strukturen rauszunehmen. Ich mache eigentlich den Werkzeugkasten, den osteopathischen, relativ weit auf. Ich versuche mit Faszientechniken zu arbeiten, Triggerpunkttechniken. Ich arbeite sehr gern strukturell, gehört das Knie in die richtige Position gestellt. Und dann arbeite ich mit, die man vielleicht so ein Crossover aus Faszientechniken und Strain-Counter-Strain-Techniken, wo ich versuche, sehr, sehr die Annäherung zu fördern. Und überraschenderweise ist selbst nach der ersten Intervention schon immer sind die klinischen Tests deutlich besser und für den Patienten subjektiv eine Stabilität da. Das ist für mich recht überraschend. Ich hoffe, es beantwortet auch die Frage. Hast du von dieser Studie gehört, Stefan? Also ich kann jetzt leider keine präzisen Antworten geben auf die Studie, aber sie wirft natürlich viele Fragen auf, vor allem halt schulmedizinische Fragen auf. Ich finde es super, dass es diese Ansätze gibt. Ich finde es auch super, dass es dementsprechend auch erfolgreiche Raten gibt. Ich würde mir halt mehr wünschen, dass man genauer differenziert, was sind das für Kreuzbandrupturen, wo sind die genau rupturiert, weil es halt einen Unterschied macht, ob das jetzt eine proximale Stumpfruptur ist, ob ein Klapperriss ist, ob es eine Auffiederung ist von mehreren Fasern. Es ist dann auch die Frage, also ich kann jetzt sagen, was wir in der Klinik auch sehen, das ist, dass das Vorderkreuzband hat natürlich auch die Bestrebung, wiederum zu heilen. Also wir sehen dann sehr häufig Fehlverheilungen im Sinne von, dass es an einer anderen Ort und Stelle anheilt, meistens halt auch sehr, sehr steil auf dieser 12-Uhr-Position. Wir beschreiben das dann auch als Wieberg-Phänomen, also eigentlich nicht dort, wo es hingehört, aber dort dann halt auch wieder über seine synoviale Membran fest ist. Die Frage ist dann natürlich auch, wie gut ist dann auch die biomechanische Qualität des Ganzen? Das heißt, sind dann auch, ist die Belastbarkeit gegeben oder auch die Rotationsstabilität oder schaut es nur am MRD dann so gut aus? Also wie gesagt, ich finde es gut. Man würde sich dann halt noch mehr wünschen, dass man dann wirklich auch diese Technik auch von anderen unabhängigen Personen, sage ich jetzt mal, zur Anwendung kommen kann. Dann würde man einfach mehr Daten bekommen und das würde der ganzen auch Community helfen. Ich verstehe natürlich den kommerziellen Aspekt, dass man sagt, okay, nur eine Person kann das machen. Aber das limitiert halt auf der anderen Seite halt auch leider die Aussage, wie gut das dann ist und vor allem, wer kann davon profitieren und wer halt auf der anderen Seite leider nicht. Was ich bei dir sehr gut finde, dein Ansatz der osteopathischen Behandlung ist, weil denn ja nicht nur das Kniegelenk an sich dann entscheidend dafür ist, wie gut ist das Outcome, sondern halt auch die neuromuskuläre Funktion im Bereich des Beckens, Rumpfstabilisierung oder auch, wie du es angesprochen jetzt hast, die Positionierung des Talus. Also da gibt es sehr viele Aspekte, die halt einfach ineinander greifen. Das ist wiederum jetzt das Manko der Schulmedizin, wo wir so stark spezialisiert werden auf welche Operationstechnik, was nehmen wir für ein Transplantat und dann eigentlich den großen Aspekt der gesamten Kette vielleicht zu viel vernachlässigen. Ja, nachdem diese Blackbox, die ich angesprochen habe, oft, ihr habt das gesehen in den letzten Jahren, wenn sich ein neues Konzept entwickelt,
dann wird das gelehrt, es wird dann mit einem breiteren Publikum oder einem breiteren Patienten gut zugänglich, dann beginnen die Studien. Oft geht es dann relativ flott, so wie ich das gesehen habe, wie es bei den Faszientechniken war, wo dann ganz, ganz viel geforscht worden ist plötzlich und auch ganz viele Aussagen drüber gekommen sind. Und wenn man das, und ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass in den nächsten Jahren das recht flott gehen wird, dass da vielleicht auch konservative Ansätze mitgedacht werden, sagen wir es einmal, je nachdem, also sehr individuelle Entscheidung natürlich für den Patienten. Du. Also das unterschreibe ich sofort und möchte auch noch einmal erwähnen, es ist jetzt nicht so, dass jede Kreuzbandruptur sofort operiert werden müsste. Wie gesagt, es gibt Empfehlungen von den großen Gesellschaften, wann sich eher dann ein Patient für eine operative Versorgung anbietet. Aber wie gesagt, die konservativen Ergebnisse, wie es halt oft leider auch so ist, sind dann auch halt in den Studien unterrepräsentiert. Das mag auch durchaus auch halt einfach Drittmittel gesponserte Effekte haben, dass wir schneller dann sind bei der Umsetzung von neuen Operationsmethoden als einfach bei der Umsetzung von konservativen Techniken. Schönes Thema für deine Masterarbeit. Ja. wir sind jetzt schon eine Stunde drauf. Ich würde gern lang mit dir plaudern. Der Raimund hat gesagt, es soll ungefähr eine Stunde dauern. Was ich auf jeden Fall nur kurz besprechen möchte, sind präventive Maßnahmen. Wir wissen ja, dass wir es im Vorfeld positiv beeinflussen können. In einer perfekten Welt dieser Federers und Ronaldos dieser Welt, die werden ja so engmaschig behandelt, dass die natürlich sehr, sehr gut versorgt werden. Aber da gibt es auch recht schöne Studien aus Ballsportarten, wo es zu einer deutlichen Verbesserung kommt, wenn man präventiv arbeitet. Da übergebe ich das Wort wieder an dich, bitte. Ja, also da gibt es ganz, ganz gute Ansätze. Ich möchte jetzt dann nur vielleicht zwei davon erwähnen, die da hier federführend sind im Fußballsport. Und zwar ist das eine Programm, ist das FIFA 11 Plus Präventionsprogramm, wo eben vor allem auch halt im Jugendsport viel investiert wird, um eben ausreichende neuromuskuläre Kontrolle zu sorgen, eben auch in die angrenzenden Gelenke und stabilisierenden Maßnahmen durchzuführen. Und das andere wäre nachher noch das Stop-X. Da kann man sich das auf der Webseite anschauen, was für Übungen da möglich sind oder man einfließen lassen kann. Ich persönlich habe jetzt auch auf der sportwissenschaftlichen Fakultät in Graz eine Diplomarbeitbetreuung, wo wir schauen wollen, dass wir das Ganze auch ein wenig auf den Basketballsport ein wenig überlegen können und hier ein paar Übungen konzipieren können. Aber es ist aus meiner Sicht ganz entscheidend, dass solche Präventionsprogramme auch hinausgetragen werden. Ich denke, es hilft nichts, wenn wir in den großen Gremien darüber diskutieren. Ich finde die Arbeit von der GJTS zum Beispiel, der Gesellschaft für orthopädisch-traumatologische Sportmedizin, sehr, sehr wichtig, die sehr viel in diesem Präventionsbereich auch forschen und auch bewirken wollen. Aber das Entscheidende wird dann immer sein, das wirklich auch in den Schulen, im Jugendsportbereich an den Mann zu bringen, weil dort muss das Ganze umgesetzt werden. Und wir in unserem kleinen, sage ich jetzt einmal, vielleicht elitären oder akademischen Kreis darüber diskutieren, was wichtig wäre und was gemacht werden müsste, aber es dann nicht dort ankommt, wo es eigentlich hingehört, in den vielen, vielen Sportvereinen, dann ist es, dann sind wir noch nicht dort, dann dürfen wir noch nicht zufrieden sein mit dem, was wir bisher erreicht haben. Weil ganz klar ist, dass man sehr positiv beeinflussen kann. Beckenstellungen, Knie- und Beinachsen. Also das ist der Risikofaktor schlechthin, der zur vorderen Kreuzbandverletzung führt. Es gibt sehr viele Risikofaktoren, angefangen über erhöhten Body Mass Index, über auch natürlich jetzt anatomische Achsenstellungen, sei es jetzt da, dass man einen Genovalgus hat, sei es, dass es vom Becken her eine vermehrte Antiversion des Femurs ist und so weiter. Dafür braucht man jetzt nicht zu sehr ins Detail vielleicht gehen, aber die entscheidende Maßnahme, also als höchster Risikofaktor und glücklicherweise auch als modifizierbarer Risikofaktor, das heißt dort, wo wir alle ansetzen können, das ist eben die muskuläre, neuromuskuläre Stabilisierung des Kniegelenkes und eben auch der angrenzenden Gelenksketten. Du Stefan, bist du so lieb und schaust noch einmal, ob es Fragen gibt?
Ja. Nein, im Moment nicht. Im Moment keine mehr dazugekommen. Ja. Zur Rehabilitation vielleicht noch abschließend, du hast das kurz auch angesprochen, wie da die Empfehlungen sind. Es gibt auch Tierstudien, die zeigen, dass es bis zu 2 Jahren dauern kann, bis diese Ligamentisation, das heißt das Einheilen des Kreuzbandes, tatsächlich dann vollkommen stattgefunden hat. Früher waren die Empfehlungen oder die Angaben noch circa so 6 Monate. Davon ist man jetzt mittlerweile deutlich weggekommen. Also das Früheste, wo auch Profisportler, die jetzt, wo man sagen muss, ein optimales Setting haben mit der Betreuung von Physiotherapeuten, von Trainern und so weiter, die schaffen es vielleicht, dass sie nach 9 Monaten wieder ins Mannschaftstraining zurückkommen. Für den Breiten, für den Hobbysport, wie gesagt, unter einem Jahr sicher nicht empfohlen. Besser vielleicht noch alles, was man da hinten hinaus noch verlängern kann, also hat Benefit nachher auch für das Risiko oder ein vermindertes Risiko einer Re-Ruptur. Spitzensportler, wie gesagt, kann man oft nicht viel länger zurückhalten. Wenn die ein Jahr ausfallen, dann ist es für die eh schon fast schwierig. Wir sehen auch von den Studien, dass gerade in diesem Bereich auch nur 70% dann auch wieder ihr altes Leistungsniveau erreichen können. Da ist halt auch immer die Frage, woran das Ganze liegt. Aus chirurgischer Sicht hat man das versucht zu beantworten, indem man jetzt da vermehrt auch noch schaut auf periphere Instabilitäten. Da ist dieses anterolaterale Ligament sehr stark jetzt in den letzten Jahren diskutiert worden. Also das sind so tiefe Kapselanteile oder Faseranteile des Tacus iliotibialis, die einfach für Restrotationsinstabilitäten noch sorgen können, dass man diese halt auch mit adressiert. Und diese Studien werden dann erst zeigen, ob das tatsächlich dann auch dazu beiträgt, auch noch quasi diese letzten Prozentzahlen der funktionellen Einschränkung zu minimieren oder ob es vielleicht dann doch woanders liegt. Sei jetzt die psychosozialen Einflüsse, die auch eine Rolle spielen können, die wir auf ganz anderen Ebenen wieder angehen müssen. In der physiotherapeutischen Betreuung glaube ich, dass wir da uns auch sehr gut weiterentwickelt haben, auch bei dem Return to Sport, dass es mittlerweile jetzt keine, sage jetzt mal, statischen Befundungen sind, wie stabil ist das Band, sondern da geht es vielmehr um die funktionelle Kontrolle, wie gut ist der Patient eigentlich jetzt im Gesamten schon wieder bereit, zurück zum Sport oder zurück zur Competition zu kehren. Vielleicht eine nette Geschichte, wie sich diese frühfunktionelle Behandlung entwickelt hat. Ich war bei einem Kongress, ich befürchte, es waren die 90er Jahre, also schon ein paar Jahre her. Damals einer der Begründer oder Pioniere der modernen Kreuzbandoperation, Dr. Stuttman, der hat immer das Ergebnis war sehr unterschiedlich. Eine Gruppe war gut, die operiert und die andere war nicht gut. Und er hat natürlich die nicht gut waren, immer wieder reingeholt zu Kontrollen und hat gesagt, was machen Sie? Und na, ich halte mich ganz an Ihre Auflagen, Herr Doktor, und ist alles in Ordnung. Und dann hat er sich gedacht, nein, ich muss die gute Gruppe holen, ich muss schauen, was die machen. Und die haben dann voll des schlechten Gewissens sind die gekommen und gesagt, Herr Doktor, ich bin Pharma, ich habe einen Drugstore, ich habe mir die Schiene sofort runtergenommen. Damals wurde noch mit starren Schienen gearbeitet. Ja. Und so wurden am Anfang frühfunktionelle Konzepte entwickelt. Der hat sehr eng mit einer Therapeutin damals zusammengearbeitet und die hat die ersten Knieorthesen mit Gelenkseinstellungen gemacht, Continuous Passive Motion, all diese Geräte wurden aus der Zeit entwickelt, weil die Patienten nicht brav waren. Also sehr großartig. Du, ich glaube, es gibt wieder Fragen, sehe ich. Ja, jetzt, wo wir quasi den Druck etwas erhöht haben, kommen wir dann da herein. Eine Frage: Wissen Sie, welchen Einfluss Training auf die Ligamentisierung hat? Also dazu kann tue ich mir jetzt wirklich schwer, eine Antwort zu geben, aufgrund dessen, dass gerade diese Ligamentisierung eigentlich aus Tierstudien, in Tierstudien nachgewiesen wurde. Man muss ja dafür dann eigentlich eine Biopsie des Bandes entnehmen. Da tut man sich dann schwer, das im Humanen nachzuweisen. Die positive Aspekte des Trainings lassen sich natürlich nicht verneinen. Da geht es auf der einen Seite über die Propriozeption. Also wir schauen jetzt auch bei der Operation, dass wir von den alten Kreuzbandresten die bestmöglich auch erhalten und stehen lassen. Das nennt sich nachher ein Tissue Remnant, und das um halt diese Propriozeptionsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Ob durch ein Training das Einwachsverhalten des Bandes begünstigt werden kann,
ist natürlich wünschenswert, aber ich glaube, da hat uns einfach die Natur auch gewisse Limits gesetzt, an die wir uns auch halten müssen. Und es ist auf alle Fälle von Vorteil, also ich bin davon überzeugt, dass derjenige, der dem Rehabilitationsprogramm und dem Training folgt, allein schon durch die Durchblutung, durch die bessere Ansteuerung, durch die bessere Ausbildung der Propriozeption schneller dazu führen wird, dass er wieder eben auch quasi in den Alltag oder auch in den Sport zurückkehren kann. Ich kann es aber tatsächlich jetzt nicht mit letzter Instanz beweisen oder belegen, wie der Einfluss auf die Ligamentisierung daher stattfindet, ob es da einen gibt. Dann gibt es noch eine Frage. Empfiehlst du bestimmte Testbatterien, körperliche Eigenschaften oder Kriterien, die die Entscheidung zum Return to Sport oder Return to Competition beeinflussen könnten? Ja, früher wurde versucht, über reine Kraftmessungen zu schauen, wie schnell kann man wieder zurück. Damals wurde eine Newtonmeter-Angabe gemacht und gesagt, wenn du das schaffst, dann darfst du wieder laufen. Wenn du dieses Limit schaffst, dann darfst du das wieder machen. Da hat sich herausgestellt, dass das definitiv zu wenig ist. Dann ist es immer mehr in die Funktionalität gegangen und die Propriozeption. Und der letzte Schritt war, dass man einfach das Zeitfenster weiter aufgemacht hat. Das Zeitfenster war für mich ganz wichtig, weil damit habe ich ein paar Risikofaktoren vorher automatisch schon nicht mehr drinnen, wenn ich den lang arbeiten lasse. Entschuldigung, wie war die Frage noch einmal genau? Ob es bestimmte Testbatterien gibt oder halt Kriterien, die dann halt den Return to Sport oder Return to Competition beeinflussen oder belegen. Na, bitte. Also es gibt hier unterschiedliche Empfehlungen, auch von der, ich glaube, vom DFB zum Beispiel gibt es hier bestimmtes Protokoll. Ich sage jetzt mal, wie gesagt, es gibt unterschiedlichste Protokolle. Entscheidend ist, dass die gut reproduzierbar sind. Entscheidend ist auch, dass es dazu auch gewisse Vergleichswerte gibt. Auf der einen Seite kann man immer auch das Gegenbein dazu nehmen, wenn man sonst keinen größeren Datenpool hat, wo man das vergleichen kann. Entscheidend ist, glaube ich, auch, dass eben unterschiedliche Qualitäten damit getestet werden. Das heißt, auf der einen Seite die Kraft, dann aber auch die Schnelle der neuromuskulären Ansteuerung, die Propriozeption, aber auch die Koordination. Und das sind dann, glaube ich, auch die Faktoren. Und man kann sich dann nach Richtlinien vortasten. Man kann sich durchaus auch die eigenen Tests überlegen und zusammensuchen, was für einen spricht. Wichtig ist halt, dass sie gut reproduzierbar sind und ja, ein großes Spektrum der unterschiedlichen Qualitäten abbilden. Es ist von einem Kollegen, der vorhin die Frage zur Ligamentisierung gestellt hat, noch ein kleines Add-on gekommen über die Blood Flow Restriction. Das heißt, auf der einen Seite wissen wir ja, dass über körperliche Betätigung es immer dann auch zu einem erhöhten Blutfluss kommt. Und das kennen wir auch aus der Osteopathie. Die Flüssigkeit muss fließen, damit es zu einer Heilung kommen kann. So ist es natürlich auch mit dem Bandgewebe. Und daher würde es für mich absolut Sinn machen, dass sich eine schnelle Ligamentisierung dadurch ergibt. Aber wie gesagt, ich kann es zum aktuellen Zeitpunkt nicht nachweisen. So. Auf der anderen Seite ist die Frage, andere Länder, andere Kulturen, gerade bei Meniskusverletzungen wird auch postuliert, dass in chinesischen Ländern, wo man sehr viel auch am Boden sitzt, die Versorgung des Meniskus über die kleinen Arterien beeinträchtigt ist und davon vielleicht dann auch eher degenerative Verletzungen entstehen. Also die Blutversorgung hat definitiv einen Einfluss auch auf die Heilung und die Rehabilitation des Gewebes. So, haben wir die Fragen durch? Ja, zurzeit keine weiteren Fragen. Okay. Du, nachdem wir jetzt schon weit über eine Stunde drüber sind, hast du noch irgendwas, was du dringend loswerden möchtest? Oder hast du das Gefühl, dass wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen haben? Ja, ich kann noch meine Verwandten und Eltern und Omas grüßen. Nein, ich glaube, wir haben ein großes Spektrum der aktuellen Vorder- und Kreuzband
Versorgung ansprechen können. Und Würde ich auch sagen, und damit darf ich mich gleich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast heute und dein riesiges Wissen mit uns geteilt hast. Wir sehen uns ja bald wieder im Kurs, hoffentlich läuft wieder alles bald normal. Du wirst ja jetzt genug zu tun haben auf der Station, nehme ich an. Ja, es geht dann jetzt eh wieder los und ich freue mich auch, wenn es also wieder losgeht. Man vermisst ja dann wirklich schon fast den Patienten. Na gut, lieber Stefan, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für deine Zeit und jetzt blende ich dich einmal aus und wir plaudern nachher noch ein bisschen weiter. Jetzt gibt es noch eine Programmankündigung für nächste Woche, eine Vorschau auf die nächste Woche. Auch nächste Woche gibt es natürlich wieder das Café Steelpoint. Am Montag Raphael van Asche. Die Lunge stärken, er hat da ein paar Übungen entwickelt, um Techniken und Übungen, um die Lunge zu stärken. Das wird am Montag sein, wie immer zur gewohnten Zeit, 18 Uhr. Am Dienstag, Primarius Dr. Andreas Keins, der Andi, zum Thema Osteopathie im Spital. Er ist ja Primar in der Wiener Privatklinik und Erfahrungen aus 25 Jahren im Spannungsfeld. Das wäre dann Dienstag, 18 Uhr, Mittwoch. Ist der Erich, der Dr. Erich Meyer-Falli wieder dran mit seiner unfassbar guten Embryologie-Werkstatt Teil 4. Muss jeder gesehen haben, eine ihre Bastelarbeit vom Erich war das letztes Mal, bin tief beeindruckt. Und ich glaube, Donnerstag gibt es auch, Claudia Nox am Donnerstag, Brustgesundheit aus osteopathischer Sicht, auch um 18 Uhr am Donnerstag. Wir freuen uns natürlich alle über Likes und Shares. Schaut nächste Woche wieder rein für heute. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei für euch. Und heute darf ich mich bedanken und verabschieden. Und wir sehen uns nächste Woche wieder im Café Steelpoint.